Hallo liebe Videofreunde, wir sind in Magdeburg und gestern gestartet zum Geburtstag zum Kai Weiß und jetzt haben wir hier in der Nacht gestanden, wollten eigentlich gestern in die schöne Hafenbar, die hatte ich euch ja letztes Jahr schon mal gezeigt, das Video vom Magdeburger Stellplatz. Ich stehe wieder fast genau, oder wir stehen jetzt fast genau auf dem gleichen Stellplatz wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich die 22, dieses Jahr habe ich die 21, haben wir die 21. Bin schon an ich fahren gewöhnt. Ja. Und haben gestern den vorletzten Platz bekommen, gell? Ja. Und nach uns kam dann noch einer, der ist schnell raufgeschossen und dann kam noch einer und der hatte Pech, der musste wegfahren. Oder die mussten wegfahren. Ja. Obwohl hier noch einer ist, also hier die 22, wo ich das letzte Mal gestanden habe, die ist frei. Warum da der Automat oder wie sagt man dazu, angezeigt hat, ist es besetzt alles? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall konnten wir nicht essen gehen. Wir wollten so schön an die Hafenbar gestern Abend gehen, aber nee, hat er zu, weil wegen schlechtem Wetter und schlechten Besuch. Dadurch schlecht besucht, ja. Naja, und was sollen die da rumsitzen? Das kann man ja auch verstehen. Da sitzt eh im Freien, also schön wäre es nicht geworden, glaube ich. Nee. Haben auch, glaube ich, keine Pilze, keine Heizungspilze. Naja, wir sind mal zurückgegangen und haben dann ein strammen Max uns gemacht, das geht immer, ne? Hat auch gut geschmeckt. Ja. Und dann haben wir noch ein bisschen gemütlich zusammengesessen und jetzt geht's los, jetzt geht's weiter und auf dem Rückweg werden wir wahrscheinlich in Magdeburg nochmal Halt machen. Vorausgesetzt, wir kriegen einen Termin, den ich mir wünsche, aber das erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist. Achso, ja, und gestern waren wir noch bei Fritz Berger. Und da haben wir uns neue Campingstühle geholt, weil letzte Woche, das ging mir so auf den Zünder. Unsere waren einfach zu breit und auch zu schwer, zu klobig. Und es war immer ein Rumgewurschtel. Und dann hat das Auszugssystem geklemmt, weil die wieder irgendwo geklemmt haben. Dann ging die Heizung nicht, weil die Abluft wieder verstopft war von den Stühlen. Und dann hatte ich mir die bei Michael angeguckt und die hatten wesentlich, was heißt wesentlich, die hatten schmalere beim Zusammenklappen und auch leichter und da sind wir dann gestern hin und haben uns welche geholt und das sind jetzt, was hast du gesagt, 7 Zentimeter? 6-7 Zentimeter mehr, ja. Platz und das ist immerhin so ein Stück und das macht sich bemerkbar. Ja. Und die sind auch leichter. Das weiß ich nicht. Doch, die sind leichter. Ich würde sagen, ja, müssen wir mal zu Hause ausprobieren. Naja, und dann hatte ich noch geguckt, weil ich mir noch ein neues Topfset kaufen will. Aber das, was die da hatten, das war nix. Also 2 Edelstahltöpfe mit Halterungen, die man kaufen kann, die man dann so ranklippt und wieder wegmacht, damit man das schön stapeln kann. 100 Euro. Da habe ich gesagt, nee. Also 2 kleine Töpfe für 100 Euro, nee. Also, jetzt muss ich nochmal im Internet gucken irgendwann. Ich wollte mal diesen, ich glaube Ballerini heißen die, Kochtopfset kaufen. Wenn ihr damit Erfahrungen habt, das ist dieses italienische Kochtopfset, wo man also die Henkel hochklappen kann oder runterklappen kann und auch die Topfdeckel runterklappen kann, dann könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren sagen, wie ihr damit zufrieden seid. Weil ich habe jetzt unterschiedliche Meinungen gehört. Aber für mich sind es immer noch, glaube ich, die besten, was das betrifft. Also sagt doch einfach mal in den Kommentaren, falls ihr die habt, ob ihr damit zufrieden seid. Das würde uns mal interessieren. So, jetzt starten wir los. Jetzt geht's los nach den Norden. Für 2 Tage ist auch eigentlich verrückt. Aber jetzt starten wir. Na? Ja. Mach mal an das Ding und zack, zack, los geht's. Das soll schon nicht nur an dir. Weil ich noch ein Video machen muss. Also, Chef fährt erstmal und dann geht's los jetzt. So, jetzt müssen wir hier bleiben. Warum geht das nicht? Bezahlt hast du alles? Das musste ich ja gestern schon bezahlen. Ach so.
jetzt. Doch, jetzt. Wenn wir an diese Freunde, ja, wir sind gerade am Aufbruch. Wir waren ja jetzt hier zum Geburtstag eingeladen, zum 50. beim Kai und hatten gestern ja so ein, wie so ein kleines Wendtreffen gehabt. Da sitzt noch der Stefan und die Uli, von denen sich gerade Michael noch verabschiedet. Und die anderen sind schon zum Teil weg. Nicole ist noch da, von Sam auf Tour. Ja, und die anderen sind schon losgefahren. Wir haben alle ziemlich weite Touren, aber es war super, super schön. Also hat mir sehr gut gefallen, Michael auch. Wir haben uns gut unterhalten, nette Leute kennengelernt und wir waren eine lustige Truppe, haben schön getagt gestern und war feuchtfröhlich, aber sehr angenehm und lustig und toll. Also immer wieder schön, wenn man so auf Van-Lifer trifft und sich untereinander austauscht und jeder so seine Ideen vorträgt und man immer wieder auch noch ein bisschen was lernen kann. Also es wirklich, war wirklich sehr schön gewesen. Ja, jetzt geht es für uns weiter und zwar fahren wir jetzt nach Nordhorn. Da machen wir nochmal einen Zwischenstopp und wollen uns mal so ein paar Mobilheime anschauen. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil jetzt gerade jemand hier sein Auto aussaugt. Ja, weil diese Mobilheime, da gibt es ja mittlerweile wirklich recht schöne Mobilheime. Und diese Art des Lebens könnten wir uns auch vorstellen. Ob das so wird oder nicht, das wissen wir nicht, aber wir wollen uns mal so langsam ein bisschen informieren. Morgen haben wir auch noch mal einen Termin in Magdeburg, da wollen wir uns auch noch mal welche angucken. Und ja, eventuell, wenn bei uns in der Region, im Lausitzer Seenland, solche Plätze entstehen sollten, ja, dann könnten wir uns schon vorstellen, dass sowas bei uns in die Richtung mal geht. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen und losfahren. Also, liebe Videofreunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis bald. Tschüss.